Wusch, Freunde, hi. Wir reden über Dropshipping und zwar genau genommen, wie macht man das eigentlich? Weil viele haben gefragt, Manuel, ich habe gesehen, ihr macht damit tausende Euro am Tag, aber wie läuft das denn technisch ab? Zeig mir mal, wie man sich so einen Shop einrichtet. Deswegen machen wir das heute. Ich zeige dir, wie du dein eigenes Online-Business aufbauen kannst in weniger als 20 Minuten. Und das neben mir ist Thomas, der macht das jeden Tag und der wird mich dabei tatenkräftig unterstützen. Also, los geht's. Hi, erstmal nochmal, mein Name ist Manuel Gonzalez. Das hier ist Thomas Schüren, der bei mir im Team das Dropshipping leitet. Hi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und wenn du sagst, du möchtest dir gerne ein eigenes Online-Business aufbauen, du möchtest dein Leben nach deinen eigenen Regeln gestalten, du möchtest finanziell frei werden mit etwas, was du liebst und deine Zeit so verbringen, wie du sie am liebsten verbringen möchtest, dann bist du hier auf dem richtigen Kanal gelandet, denn ich helfe dir genau dazu. Und deswegen abonniere bitte den Kanal und klick auf die kleine Glocke, sodass du kein Video mehr verpasst, nämlich jeden Montag, Mittwoch und Freitag geht ein Video online. Und heute in dem Video geht es ganz, ganz, ganz konkret um das Thema Dropshipping. Und zwar möchte ich dir gerne eine Anleitung zeigen, wie du deinen eigenen Shop aufbaust. Ja? Dafür haben wir auch eine Bildschirmpräsentation, die siehst du auch eingeblendet. Und wir werden ein bisschen switchen, auch zwischen dem einen und dem anderen vielleicht. Aber vor allem geht es wirklich darum, wirklich hands-on. Wenn du dieses Video hier gesehen hast, sollst du danach in der Lage sein, deinen eigenen Shop wirklich dir zu erstellen. Was ist denn Dropshipping und welche Vorteile hat es denn? Also im Prinzip läuft es so, dass du einfach einen Kunden hast, der bezahlt auf deinem Online-Shop, also du hast einen Shop, der Kunde bezahlt bei dir und du bestellst dann quasi für deinen Kunden bei deinem Händler und dann bestellt dein Händler bzw. verschickt dein Händler das für dich direkt zu deinem Kunden, ohne den Umweg über dich zu gehen, ohne ein Lagerhaus oder sowas, sondern direkt zum Kunden. Das heißt, du bist ein Zwischenhändler, musst es nicht lagern, genau. Und du gibst nur deine Bestellung weiter an deinen Händler. Und weil du es günstiger bei deinem Händler kaufst, als du es an deinen Kunden verkaufst, gibt es eine Marge, die du behalten kannst. Genau, richtig. Mega unkompliziert. Heißt nicht, dass es an sich unkompliziert ist, nur die Idee dahinter ist unkompliziert, weil du musst dir nicht erst ewig lang ein eigenes Produkt überlegen, du musst dir nicht irgendwie eine Lagerhalle mieten, sondern genau. Du kannst ganz einfach mit einer Website anfangen, Cash zu machen. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Praktisch gibt es ein paar Hürden. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen drauf ein. Es ist also wirklich so, dein Kunde kauft bei dir im Shop. Mhm. Dann der nächste Schritt ist, dass dein Kunde dir das Geld natürlich bezahlt und du bestellst das gekaufte Produkt dann erst bei deinem Händler. Mhm. Und dann wird dieser Händler das Produkt zu deinem Kunden verschicken. Genau. Mega smartes Geschäftsmodell. Und der Händler übernimmt den Versand, die Lagerung, die Inventur. Wenn mal ein Produkt kaputt geht oder nicht ankommt oder wenn es mit dem Zoll Probleme gibt, der Händler übernimmt das, vorausgesetzt du hast einen guten Händler und verhandelst mit dem. Und deine einzige Aufgabe ist also, diesen Shop aufzubauen, auf dem deine Kunden die fremden Produkte kaufen können. Und deine einzige Aufgabe ist natürlich noch darüber hinaus, Traffic auf diesen Shop zu bringen, über Social Media, über Influencer-Kooperation. Das heißt, man kann auf Instagram einfach Influencer anschreiben und sagen, hey, ich möchte gerne dieses Produkt schenken, dafür, dass du das einmal teilst unter deinen 50.000 Fans und dann machen die das. Dann über diesen Traffic eben Produkte verkaufen. Genau. Mega geil. Vorteile, kein Risiko, ja, keine Vorabinvestitionen, wie zum Beispiel bei FBA. FBA ist auch ein cooles Geschäftsmodell, aber du musst halt vorher 10.000, 20.000 Euro vorschießen. Ja. Du bezahlst die Waren erst, nachdem du bezahlt wurdest. Deswegen dieser Vorteil, keine Lagerkosten, keine Lagerbestand, Mitarbeiterkosten, keine Probleme mit Überbeständen. Du hast automatisierte Prozesse, das heißt, du musst die verkauften Produkte niemals selber gesehen haben. Ich empfehle dir das zu machen, die einmal zu dir zu bestellen, zu gucken, wie funktionieren die, sind die gut, sind die hochwertig auch. Auch bei dem Thema Verantwortung. Wer hat die Verantwortung für das Produkt? Fakt ist, du kannst natürlich jetzt nicht jedes einzelne Produkt kontrollieren, deswegen musst du einen Händler haben, dem du vertrauen kannst. Und das Wichtige hier ist, dass du, wenn du dieses Produkt verschiffst an deinen Kunden, übernimmst du die Verantwortung dafür. Das heißt, es ist dein Produkt und deswegen wichtig, dass du wirklich mit guten Händlern da zusammenarbeitest. Ja, das Ganze funktioniert aber dann weltweit. Das heißt, du kannst nicht nur nach Deutschland verkaufen, sondern auf der gesamten Welt. Und das war auch schon wirklich so die Einführung. Genau. Jetzt müsstest du wissen, was es ist und jetzt reden wir darüber, wie man es macht. Also es gibt mehrere Plattformen, über die man das machen kann. Magento, WooCommerce oder sonst was. Aber die meisten Dropshipper einigen sich doch dann auf Shopify.com, dort drauf zu gehen. Wir arbeiten hauptsächlich mit Shopify.com und ich würde es auch jedem empfehlen, weil es wirklich sehr unkompliziert ist. Gehst einfach auf Shopify.com, machst den eigenen Shop auf, also es gibt erstmal eine 2 Wochen lange Free Trial, wo du dann erstmal deinen Shop aufbauen kannst, wo du Produkte suchen und einfügen kannst, ohne irgendwas bezahlen zu müssen. Danach ist es dann $29 im Mindestenplan, $29 pro Monat. Pro Monat, genau. Pro Monat.
was absolut mehr als fair ist. Also das Geld habt ihr sofort wieder drin und dafür, dass ihr quasi eine Plattform habt, wo ihr eure Produkte anbieten könnt. Genau, das Thema Website geregelt. 29 Dollar im Monat. Müssen wir gar nicht drüber reden, genau. Easy. Auch ein spannender Punkt bei Shopify ist, also wir testen auch viele andere Sachen, Landingpages und andere Bezahlanbieter, aber gerade wenn es darum geht anzufangen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, über Shopify anzufangen, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil auch, ehrlich gesagt, nur weil du heute anfängst damit, heißt das nicht, dass du morgen oder übermorgen sofort erfolgreich bist damit. Und deswegen ist es wichtig, erst einmal da reinzukommen. Ich habe gerade eben noch einen Termin gehabt, wo ich mit jemandem auch noch drüber gesprochen habe, der meinte auch so, hey, das ist so krass, im Internet kriegst du halt sofort, kriegst du immer versprochen, dass du sofort erfolgreich bist, und das bist du halt nicht, sondern du musst erst mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang wenigstens dir den Arsch aufreißen. Klar, wenn du einen Lehrer hast, wenn du einen Mentor hast, wenn du ein Coaching hast, dann geht das viel schneller. Aber die meisten Leute da draußen, die haben ja kein Coaching, haben ja keinen Mentoren, die haben ja niemanden, der sie direkt an der Hand nimmt, und dann musst du dir einfach auch ein Jahr oder sogar mehr noch den Arsch aufreißen, und erst dann irgendwann wird es besser. Und jeder Mensch da draußen, den du kennst, der da ist, wo du vielleicht gerne wärst, der hat sich erst einmal ewig den Arsch aufgerissen, ohne Resultate zu haben, um sich dann den Arsch aufzureißen und Resultate zu bekommen und sich dann erst irgendwann ein bisschen weniger den Arsch aufzureißen. Ja. Also wichtig, wirklich Hustle. Der Hustle, der ist real. Real. Steuerzentrale für alles, Shopify heißt, darüber kontrollierst du die Anzahl an Käufen, die Bezahlungen, du kannst die Produkte dort reinpacken, automatisiert sogar, wie wir noch erfahren werden gleich. Du kannst die Bestellungen weitergeben, also das ist wirklich das zentrale Tool. Shopify, Produkte, Orderlisten, was sind Orderlisten? Das sind die Bestelllisten, die du quasi dann runterladen kannst, die du dann einfach an deinen Händler weitergibst, wenn du einen Händler hast. Genau, also wenn du einen Händler hast, dann würdest du diesen Händler, dem würdest du zum Beispiel einmal am Tag eine Liste mit diesen meinetwegen 300 Bestellungen schicken und sagen, schick die bitte raus, die genau. Produkte. Dann gibt es verschiedene Apps, so wie du auf deinem Handy Apps installieren kannst, kannst du eine Shopify Apps installieren, die dann den Verkauf vereinfachen, und noch andere Möglichkeiten hast du. Hier zeigen wir dir auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Walkthrough durch Shopify. Das heißt, das wurde vorher schon aufgenommen, das hat Thomas gemacht für einen Videokurs, den wir zu dem Thema haben, den wir auch irgendwann in den nächsten Wochen hier nochmal zeigen werden, wo und wie man den bekommen kann. Aber erst einmal wollen wir dir das schenken und dir zeigen, so sieht das aus. Also 3, 2, 1. In diesem Video zeige ich dir einfach mal Shopify. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt allzu viel erzähle darüber, zeige ich dir einfach mal ganz kurz, wie das Programm, wie das Interface aussieht. Nur um dich einfach schon mal ein bisschen dran zu gewöhnen, denn schließlich wirst du hier einen Großteil deiner Zeit verbringen in deinem Dropshipping-Business. Wir haben hier das normale, den normalen Home-Reiter, wo du einfach noch nicht allzu viel machen kannst. Wir sind in der Trial-Version, das heißt, wir haben noch keinen Plan gekauft, aber wir können eigentlich so gut wie alles nutzen. Du kannst dir hier einen Plan aussuchen. Darüber reden wir später auch nochmal etwas genauer. Wir müssten uns, sobald wir anfangen zu verkaufen, auf jeden Fall uns für einen dieser Pläne entscheiden. Doch bevor wir das tun, zeige ich dir einfach mal ganz kurz die wichtigsten Funktionen, die es gibt. Und zwar hast du einfach, wenn du auf Orders gehst, wir haben den Shop gerade neu aufgemacht, deswegen wir haben noch keine Orders, aber hier kannst du dir theoretisch alle Bestellungen angucken, die deine Kunden bei dir getätigt haben. Ebenfalls kannst du dir hier Entwürfe anschauen oder Abandonment Car Checkouts. Das sind einfach hier, du kannst dir genau die Leute theoretisch aussuchen oder nochmal genauer anschauen, die in deinem Checkout waren, das heißt, die sich was in dem Einkaufswagen gelegt haben, bezahlen wollten, aber kurz vor der Bezahlung abgesprungen sind. Und gerade die könntest du auch nochmal fürs Remarketing targetieren. Bei Products kannst du dir einfach die Produkte anschauen, die wir später von AliExpress rüber nach Shopify importieren werden. Das heißt, wir haben hier natürlich noch keine Transfers und Inventory, damit arbeiten wir nicht, das ist auch erstmal nicht so wichtig. Collections auf jeden Fall, das heißt, du kannst verschiedene Produkte, die du hast, in Kollektionen zusammenfassen. Alles macht natürlich dann Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast so einen allgemeinen Shop, so einen Generic Store aufgemacht, und dann möchtest du Sachen zum Beispiel für Hundebesitzer anbieten. Dann kannst du eine Kollektion mit aus Liebe zum Hund machen. Oder du möchtest etwas für Sportbegeisterte machen, dann kannst du eine eigene Sportkollektion aufmachen, und das würde sich dafür anbieten. Und genau, das heißt, mit den beiden können wir auf jeden Fall dann auch später arbeiten, werden wir auch tun. Bei Customers kannst du dir theoretisch deine einzelnen Kunden nochmal genauer angucken, das heißt, alle, die bei dir kaufen, geben dir auch ihre Bestelldaten ein. Kannst dir auch hier deine Customer-Liste ausdrucken, runterkopieren, runterladen. Und bei Analytics, das könnte auch ganz interessant für dich sein, da kannst du später mal analysieren, was dein Shop eigentlich so an Sales gemacht hat, wie viel Umsatz du gemacht hast, wie viele Kunden du hattest zum Beispiel an einem Tag oder einem ganzen Monat, und kannst da auch verschiedene Sachen anzeigen, wie viel hier Average Order Value, das heißt, wie viel Wert, wie viel Geld bezahlt dir ein Kunde im Schnitt pro Kunde. Und das sind ganz interessante Statistiken, die du dann später nochmal angucken kannst. Bei Discounts kannst du dir
Gutscheine oder beziehungsweise Rabattcodes erstellen. Das kannst du ganz einfach über Create Discounts machen und dann kannst du dir hier einen Namen ausdenken. Das kannst du entweder prozentual machen oder du sagst einfach eine bestimmte Bestellmenge und dann spuckt er dir hier später so einen Discount-Code aus, den du an deine Kunden weitergeben kannst, zum Beispiel in Form einer E-Mail, wenn du E-Mail-Marketing machst. Hier, dann bewirbst du das als 50% Rabatt heute und dann, wenn du diesen Code eingibst, dann gibst du den mit in die E-Mail und dann können deine Leute zu einem vergünstigten Preis bei dir einkaufen. Apps ist nochmal eine ganz eigene interessante Sparte. Da zeigen wir dir später nochmal die interessantesten Apps. Eine der wichtigsten Apps wird hier schon direkt angezeigt, das ist Oberlo. Das ist die erste App, die wir uns holen werden. Da kommen wir aber später nochmal dazu, wenn wir Produkte finden und auf Shopify rüberkopieren möchten. Als letztes haben wir noch den Online-Store. Hier haben wir noch das ist letzten Endes der Store, den du hast. Den bauen wir dann später zusammen auf. Das machen wir auch Schritt für Schritt, damit du genau die Änderung nachvollziehen kannst. Hier kannst du dir erstmal ein Theme aussuchen, wie dein Store letzten Endes auszusehen hat. Auch das machen wir in Ruhe. Blogpost ist erstmal nicht so wichtig. Pages, da kannst du dir verschiedene Seiten nochmal erstellen. Hier wie zum Beispiel ein Impressum oder eine Datenschutzerklärung. Auch das gehen wir in Ruhe mit dir zusammen durch. Bei Navigation kannst du dann diese verschiedenen Pages auf deinem Store verknüpfen und sagen, wo was hingehört, wie es heißen soll und sowas alles. Bei Domains kannst du dir, falls du es noch nicht gemacht hast, eine eigene Domain kaufen oder über andere Seiten, wie du schon kennst, wo man Domains besorgen kann. Genau, und als letztes hätten wir noch Preferences. Das wird später nochmal ganz interessant, wo du hier Title und Meta Descriptions und für Google Analytics alles Nötige eingeben kannst, damit du auch ordentlich tracken kannst. Hier kannst du deinen Facebook-Pixel bzw. deinen Pixel-ID eingeben. Das ist das, womit wir besonders arbeiten werden. Das heißt, keine Sorge, auch das erklären wir dir noch, wie du das hier einfügst. Eine Sache haben wir noch, die Settings. Das ist das, was wir, wenn wir den Shop aufbauen, als erstes machen werden. Dann zeigen wir dir nochmal, welche Einstellung du machen solltest, was du einrichten solltest, damit du den perfekten Shop für dich auch parat hast. Ja. So viel zum Interface. So groß ist es eigentlich gar nicht, so kompliziert auch nicht. Glaub mir, du wirst dich innerhalb von wenigen Tagen bis vielleicht sogar Stunden hier eigentlich schon zurechtfinden. Es ist sehr simpel gehalten. Im nächsten Video erzählen wir dir ein bisschen was noch über AliExpress und über die anderen Funktionen, über die Grundlagen des Dropshipping und dann fangen wir in den nächsten Modulen auch schon direkt an, deinen Store aufzubauen. Ja, und ich möchte euch eine Einführung geben, wie kommt man an den Händler und wie kann man da mit denen wirklich in Kontakt kommen auch. Deswegen eine Einführung in AliExpress. AliExpress, was ist das? AliExpress ist quasi der Marktplatz, wo ihr kauft. Das ist quasi das chinesische Amazon. Für alle, die Alibaba kennen, AliExpress ist der kleine Bruder von Alibaba. Da könnt ihr auch Produkte einzeln kaufen. Auf Alibaba könnt ihr hauptsächlich Produkte in Massen kaufen. Und das ist jetzt für einen Dropshipper nicht so interessant, weil ihr auch einzelne Bestellungen quasi an eure Kunden bringt. Deswegen ist AliExpress so das kleinere Pendant dazu. Warum kaufen die Kunden nicht einfach direkt selber bei AliExpress? Die meisten wissen gar nicht, dass es das gibt. Okay, ja klar. Und viel wichtiger noch, es ist ein Impulskauf. Auch wenn Sie wissen, dass es AliExpress gibt, Sie sehen in diesem Moment die Werbeanzeige, Sie finden es in dem Moment interessant und machen sich in dem Moment nicht auf die Suche nach anderen Plattformen, wo man das kaufen könnte, sondern klicken drauf und bestellen. Genau. Das ist eben wichtig auch. Ne? Da kann man in AliExpress neue Produkte finden, man kann Produkte bestellen, um sie zu testen, man kann Händler finden. Ja. Wie macht man das? Es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, wenn man einen Händler findet. Zum Beispiel, also jedes Mal, wenn ihr auf ein Produkt draufklickt, was ihr seht, dann seht ihr auch einen passenden Händler oder einen Store dafür und dann könnt ihr schon mal sehen, wie lange ist der Händler jetzt schon im Business. Also hat der 2017 angefangen, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Da sollte schon mal sich ein paar Jahre etabliert haben. Ebenfalls gibt es so ein System von Medaillen, Kronen und Rubinen. Da würde ich einfach gucken, dass es keine Medaillen sind. Einfach gucken, dass der mindestens ein paar Rubine hat, dass der einfach schon eine gewisse Menge von Bestellungen einfach hatte. Ich sehe schon Leute, die haben nur Rubine in den Augen gerade. Also genau. Kurz gesagt, die sollen eine gute Bewertung haben. Genau, ja, genau, eine gute Bewertung. Das, also mindestens 4,5 aufwärts. Das geht bis 5 und 4,5 aufwärts. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Super. Hier auch nochmal ein kleines, wie AliExpress aussieht. Das ist die Domain aliexpress.com heißt sie. Und ganz vorne vorweg, es gibt so gut wie nichts, was du auf diesem Portal nicht finden wirst. Du hast Frauenbekleidung, Männerbekleidung, Handy, Zubehör, sonstige Gadgets, Uhren, Taschen, Sport- und Freizeitsachen. Und jede Kategorie an sich hat nochmal unglaublich viele Unterkategorien. Also du wirst in so gut wie jedem Fall fündig werden und alles, was du dir in deinem Dropshipping-Online-Store vorstellen kannst, hier auch finden. Eine Sache, die zum Beispiel immer geht, sind Smartphone-Hüllen. Und wie du siehst, wird hier alles in der Währung Dollar verkauft. Allerdings kannst du es dir noch mal ein bisschen günstiger machen, indem du einfach sagst, okay, ich möchte jetzt, dass mein Produkt nicht mehr als 1,50 Dollar kostet. Hier ganz wichtig mit einem Punkt drin, nicht mit einem Komma. Und dann lässt du dir nur noch Sachen anzeigen,
die weniger als $1,50 kosten. Das heißt, wir suchen jetzt einfach etwas, mal eine Handyhülle, die uns gut gefällt, also eine Katzenhülle, die wird oft gekauft. Wir können uns hier verschiedene Motive aussuchen, irgendwas, was uns gut gefällt. Es geht bis iPhone 6. Es gibt natürlich auch Handyhüllen, die werden für bessere, für neuere iPhones geliefert. Aber wir können uns jetzt erstmal hier von eins aussuchen, können uns die weiteren Produktbeschreibungen ansehen. Hier kannst du dir die Versandwege anzeigen lassen. Für gewöhnlich sind wir auf der Suche nach ePacket. Das ist mit das beste Versandsystem. Auch hier kommen wir später nochmal genauer zu. ePacket hat den Vorteil, dass es deutlich schneller ist als, als der kostenlose Versand. Und vor allem hast du hier eine Tracking Information. Das heißt, du kannst deinen Kunden später eine Senderückverfolgungsnummer zuschicken. Das heißt, damit sie auch immer wissen, wo ihr Paket sich gerade befindet. Dann gibt es natürlich verschiedene Produkttypen, was man machen kann. Sogenannte Free Plus Shipping Angebote und Retail Angebote. Was heißt das? Das sind eure zwei quasi Produkttypen. Wie ihr anbieten könnt, ist im Prinzip genau die gleichen Produkte. Ihr könnt euch nur überlegen, ob es Sinn macht, sie als Retail anzubieten oder als Free Plus Shipping. Free Plus Shipping bedeutet gratis, nur Versand zahlen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Produkt, was euch möglichst wenig im Einkauf kostet, vorzugsweise weniger als $1, $1,50. Und die könnt ihr dann quasi gratis anbieten und ihr macht dann quasi euren Gewinn über den Versand. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Produkt habt, das ist zum Beispiel irgendeine Kette, die kostet euch $1, dann bietet ihr die quasi auf eurem Shop als gratis an oder macht eine Werbeanzeige dafür, hier könnt ihr die gratis haben, ihr müsst nur den Versand bezahlen. Die kommen dann auf eure Seite, den Versand könnt ihr dann mal zwischen 6 Euro und 10 Euro irgendwo ansetzen. Sagen wir jetzt mal beispielsweise 7 Euro, die bezahlen 7 Euro für den Versand. Ihr habt damit eure Werbekosten und eure Einkaufskosten für das Produkt zum einen gedeckt, zum anderen könnt ihr noch so ein bisschen Marge rausholen für euch. Genau. Und wenn ihr dann noch Gewinne machen wollt, dann empfehlen wir euch Upsells. Ja. Das heißt, im nächsten Schritt auf der Danke-Seite ein Angebot zu machen, wo sie halt eben noch etwas anderes kaufen können und dadurch macht ihr dann eben noch mehr Gewinne. Genau. Okay, ja, spannend. Also hier nochmal erklärt, wir haben 0 Euro auf der Verkaufsseite, Gewinn steckt in den Versandkosten. Das sind sehr günstige Produkte, die ihr im Einkauf für unter $2 bekommt. Und dafür ist es aber ein sehr hoher wahrgenommener Wert. Ja? Hier in der Infobox packe ich euch mal rein einen Shop, den wir gemacht haben, der heißt Treuer Freund. Damit haben wir, ihr kennt vielleicht dieses Video, wo ich gesagt habe, wir haben 20.000 innerhalb von dem ersten Monat gemacht. Das war mit diesem Shop. Mhm. Dann seht ihr den auch mal, was wir da gemacht haben. Da haben wir beispielsweise Leuchthalsbänder verkauft. Genau. Ja, die Leuchthalsbänder sind sehr gut gelaufen. Die haben wir, wie viel haben wir im Einkauf bezahlt? $1,50. Und wie viel haben wir dafür für den Versand gezahlt? Wir auch für den Versand, auch $1,50. Okay, also wir haben so 3 Euro Warenkosten gehabt, inklusive Versand. Wie viel haben wir ausgegeben, um einen Kunden zu bekommen in Werbeanzeigen? Ungefähr 2 Euro. Ja, okay, dann haben wir 5 Euro Kosten gehabt. Ja. Und dann haben wir aber das rausgehauen für Versand, ungefähr 7 Euro. Und das heißt, wir haben pro Verkauf quasi circa 2 Euro Gewinn gemacht. Dann kommt dazu, dass wir natürlich noch diese Upsells hatten und so. Und dadurch hatten wir noch mehr Gewinn gemacht. Und so setze ich das dann zusammen. Versandkosten hier wirklich relativ hoch angesetzt, aber nicht extrem hoch. Dann, dadurch, dass wir Sachen gratis anbieten, klicken die Leute natürlich wie wild da drauf und verlinken andere Leute. Wir haben einen großen Profit durch Mengenbestellungen und du baust ja natürlich schnell eine E-Mail-Liste und eine Fanpage auf, genau, die du halt immer wieder kontaktieren kannst mit anderen Angeboten. Remarketing. Ja, das ist eine solide Basis für eine Langzeitstrategie auch. Retail, die zweite Option ist, einfach, dass du es zu einem normalen Preis verkaufst. Also jeder deiner Stores sollte auf jeden Fall Retail-Produkte haben, auch wenn du Free Plus Shipping Produkte zwischendrin machst. Und der gibt deinem Shop Glaubwürdigkeit. Genau. Ja, höhere Gewinne als Free Plus. Ja, das heißt Normalpreis, du hast also 10 Euro für das Produkt plus den Versand 5 Euro beispielsweise. Und du hast natürlich eine gute Werbestrategie, die Möglichkeit zu sagen, du hast 30%, 50%, 90% Rabatt auf das Produkt. Das heißt, in der Werbeanzeige steht, dieser Schuh ist jetzt 90% rabattiert, nur heute, und dann klicken die drauf und kaufen das. Besonders gut ist das wirklich auch fürs E-Mail-Marketing. Das heißt, du schickst eine E-Mail an deine Bestandskunden und Interessenten heraus auch und die kaufen dann eben ein Retail-Produkt. Ja. Besonders geeignet ist es eben auch für hochpreisigere Sachen, vor allem dann, wenn die Kunden dich eben schon kennen. Genau, und nochmal, um das klarzustellen, die meisten Produkte, wenn ihr jetzt gerade einen Shop aufmacht, dann sollten die meisten Produkte auf jeden Fall von euch auf eurer Seite Retail-Produkte sein. Wie ich schon gerade gesagt, weil es eurem Shop Glaubwürdigkeit gibt. Wenn jetzt jedes Produkt, was ihr auf eurem Shop anbietet, irgendwie umsonst ist, dann kommt das auch nicht so richtig seriös. Das heißt, da auf jeden Fall würde ich drauf achten. Und genau, wie zum Beispiel für E-Mail-Marketing, da würde ich auch nicht unbedingt Pre-Plus anbieten, weil dann habt ihr habt ja schon einen Kundenstamm, ihr habt eine E-Mail-Liste, die ihr dann schon wieder bewerben könnt und dann könnt ihr einfach Rabatte in euren E-Mails anbieten. Sehr gut, das ist also das, wie man das macht am Ende des Tages. Jetzt geht es noch um Facebook-Werbeanzeigen. Das ist ein eigenes Thema wirklich für sich. Ich
würde gerne ein Video dazu machen, aber ich bin noch nicht sicher, ob ihr das sehen wollt. Deswegen lasst mir mal einen Daumen hoch da, wenn ihr sagt, Facebook-Werbeanzeigen für Dropshipping. Zeigt mal, wie man das macht. Daumen hoch, gerne abonnieren, Glocke klicken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr vorhabt. Werdet ihr einen Shop machen? Werdet ihr es nicht tun? Wie findet ihr Dropshipping? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir sind unter 20 Minuten geblieben, deswegen vielen Dank dafür. Alles Gute, viel Erfolg beim Dropshipping. Macht keinen Quatsch, dann mache ich auch keinen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.